So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uplink oder Üblink, je nachdem wer uns sieht. Wir machen weiter mit das war mein Account, glaube ich. Ja, das war ein alter Account von mir, der XXYomomo. Der ist aber kaputt. Also nicht, weil die Daten kaputt sind, sondern weil ich verloren habe. Ja, wir haben unser Gateway hier im letzten Part gepimpt mit einer 200 GHz CPU. Und das ist schön, weil jetzt ist alles schnell. Also das System an sich läuft immer noch genauso langsam, aber das Hacken geht schneller. Boah, ich muss sagen, bei mir ist verdammt warm gerade, deswegen ist es verdammt warm hier. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich sagen wollte, aber egal. Was wollen wir denn machen? Aha. Destroy Customer Records on a Sales System. Das machen wir mal. Destroy More Data machen wir auch mal. Und ja, das machen wir jetzt. Und genau, hier Direct Competition is another rival sales system mit der Optica Inc. Die sollen wir kaputt machen. Optica. So, sorry, da bin ich mal ganz aus dem Bild rausgegangen. Das Spiel hat sich minimiert. Optica Inc. sollen wir hacken. Und, wo sind die denn? Das ist Optica. Da oben sind die anderen, die wir auch noch hacken sollen von anderen Dingen. Aber wir machen erstmal die Opti. Connect. So, wir haben das System neu gestartet, deswegen müssen wir auch den Trace Tracker neu starten. Nein, den Logliter wollten wir eigentlich noch nicht haben. Ich mache mal den Proxy Disabler schon mal an und den Firewall Disable. Und jetzt können wir mal den Password Cracker anmachen und mal sehen, wie unsere neue CPU abgeht. Boom, 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 boom. Das geht richtig ab. Genau. Vuelux, können wir die schon löschen? Nein, Proxy Server hält das auf. Ich weiß nicht genau, ob der Proxy Server, auch wenn ich dem mehr Power gebe, ob der schneller ist. Ich glaube nämlich nicht. Aber. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ist ja auch egal, wir haben Zeit. Wir haben ja noch 2 Minuten. 2 lange Minuten. Das wird alles kein Problem. Darf ich jetzt bitte? Komm, komm, komm. Ja, es geht doch. Ich habe übrigens das Tolle daran, dass wenn man so ein Computersystem zerstört, dass dann alle Logs gelöscht werden. Und dass das dann wirklich komplett keiner zurückverfolgen kann, soweit ich weiß. Aber naja. Boah, wir haben uns echt schon oft hier drüber geroutet. Ah komm, löschen wir ein bisschen schneller. Mehr Power. Guck mal, das Ding kommt überhaupt nicht mehr dahin. Also von hier nach da, um die Logs zu löschen. So schnell ist unsere CPU. Da sieht man schon, diese Leistung hat sich gelohnt. Und dann machen wir in die Konsole CD-Sys, Delete. Das kann natürlich jetzt nicht von unserer CPU beschleunigt werden, weil das läuft ja auf dem System lokal, das Deleten. Also ich denke mal, so realistisch ist das Spiel noch. Na komm, bisschen schneller. CD-User, Delete. Das dauert aber lange. Das sind bestimmt große Daten. Na komm. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Optproc. Machen wohl Software und Customer-Daten. Come on. Holy shit, was für eine Datenbank haben die? So, nochmal gerade die Logs löschen. Delete. Da war nämlich noch einer von uns. Shutdown. Shutting down System. Ja, in 30 Sekunden kriegen wir das hin. Das ist kein Problem, das ist doch. Und das System ist kaputt. Failed. Disconnect remote user. Oder users.
Perfekt, wir haben es geschafft. Das können wir natürlich noch nicht sagen, weil die haben es noch nicht mitbekommen. Muss erst in der Newsliste erscheinen, wie ich es gesagt habe. So, dann wollen wir in die Sample Company. Okay, interessanter Name. Und da auch mal unser Hack ausführen. Die haben alle noch die ganzen normalen Sicherheitssysteme. Also ich will jetzt nicht verraten, was es später noch für Sicherheitssysteme geben wird. Aber da gibt es noch sehr interessante Sachen. So. Der Log-Deleter. Dieses Firmengebiet hier sollten wir auch komplett löschen. Ne? Ja, all files. So, warte, war es jetzt bei Proxy oder bei Firewall? Bei Proxy natürlich. Na komm schon, wenn schon, will ich es richtig da mal anlegen. So. Naja, nicht wirklich. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Komm schon. Oh Gott, die haben uns auch schon ewig lang drüber geroutet. Na endlich. Alles löschen. Das ist eine sehr lange Liste, Leute. Wir müssen echt mal wieder anfangen aufzuräumen hinter uns, sonst wird das nichts. Sonst werden wir noch am Ende entdeckt. Und das ist nur eine komische Verbindung, von der ich nichts weiß. Ja, lösche ich einfach mal sicherheitshalber. Löschen wir einfach alles. Vielleicht, ich hätte fast auf Disconnect geklickt. Nein, das wäre natürlich falsch gewesen. Delete. Ich weiß bisher nicht, wie ich die Trace-Tracker voll Power gebe. Nix. Ich fange mal zu früh an zu tippen. So, ich hoffe mal... Oh, okay. All files deleted. In User. Und sonst habt ihr nix. Die User habe ich richtig geschrieben. Okay, dann mache ich mal ganz zu CD-Log. Delete. Shutdown. Und los geht's. Interessant, also dass jetzt ein User nichts war, ist komisch. Da sind echt keine Files drin. Komisch. Das ist wirklich verwirrend. Naja, egal. Wir haben es geschafft, dieses Gebiet ist auch gehackt. Und wir holen uns neue Aufträge. Ich mache jetzt mal ein paar Aufträge. Wir müssen nicht. Ich habe mich schon wieder auf die Bank eingeloggt. Verdammt. Wir müssen nicht unbedingt jetzt die ganze Zeit hier auf den News-Server gehen und dann vorspulen, bis für die Nachricht kommt, dass wir die gehackt haben. Mission löscht. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich noch? 6000, okay. Ich möchte noch ein paar Daten ändern. Oder finanzielle Details von ein paar Leuten finden. So. In die Expert Microbank, in die Resonant Labs. Okay. Dann fangen wir mal dem ersten an. Dan Müller in der Expert Microsystem irgendwas Bank. Sind das die Experts? Nein, das sind die Experts. Oder? Ja, das war Expert. Jetzt habe ich auf Load gedrückt. Connecten wir uns mal. So, wie hieß der Typ? Okay, das war der mit dem 142. Habe ich G2 schon 1 gegeben? 1492810. Perfekt, dem Password Breaker. Was wollt ihr denn wissen? Okay, wie viel Guthaben er hat? Das ist aber nicht viel. Wahrscheinlich nur ein Offshore-Konto oder so. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht noch Balance eintippen. So. Wir können ja mal ein paar Sachen gucken. Okay. Naja, mir egal. Disconnect. Ja, das haben wir geschafft. Kein Problem. So, und das war die Resonate Labs.
Da ist der, da ist die Sample da unten. Der hat die Banknummer. Mal gucken, da ist noch eine alte Banknummer. 957669. Dann knacken wir mal das Passwort. Die wollen dieselben Infos haben wie die Mail davor. 2119. Wir könnten ja mal irgendwie versuchen, ob wir auf unserem eigenen Konto von irgendwelchen anderen Konten Sachen darauf übertragen könnten. Das geht doch bestimmt. Ja, wahrscheinlich könnten wir uns dann tracken. Beziehungsweise man könnte einfach gucken, wem das Konto gehört, dann wären wir am Arsch. Aber trotzdem, ich finde das interessant, ob das geht. Ja, das haben wir auch gemacht. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Wieder auf das Internal System. Und, ja, will ich gerade nicht. Ich warte eigentlich auf die News, aber ich werde erstmal die hier hacken. Das ist eine Bank, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich möchte Sync Technology. Den nehme ich den. Ja, da kann man sich einfach drauf hacken. Proxy Disable und Firewall Disable. Weil ich möchte die Logs mal wieder löschen von den paar Leuten hier, also von Miel. Proxy disabled das aber. Können wir mal gucken, ob es mittlerweile bei denen schon funktioniert hat. Ja, die haben schon die Nachricht bekommen. Oh, die noch nicht. Schade. Jetzt. Okay, anscheinend hat er das nicht angenommen. Jetzt. Oh, noch nicht. Egal. So, der Log-Dealer soll volle Leistung bekommen. Ach, es ist schön mit einer schnellen CPU. Und nachher haben wir noch mehr Kernprozessoren, Leute. Bzw. mehr Kerncomputer. Puh, haben wir uns hier schon oft drüber geroutet. Mann. Warum hat sich der Deal jetzt geschlossen? Aber wahrscheinlich, weil ich genau in dem Moment auf das X gedrückt habe. Dann holen wir den nochmal raus. Hier, lösche nochmal. Ja, die lösche ich jetzt auch mal alle. So, Disconnect. Perfekt. Und eigentlich müssten wir jetzt mal einen Load machen, wo wir einfach mal den hier umgehen, damit das sicher bleibt. Mache ich jetzt mal. Und ich nehme mal ein paar andere. Nein, ich lasse das jetzt einfach so. So, habt ihr es jetzt mitbekommen? So, kannst du mal... Nein, immer noch nicht. Okay, welche Firma sollte ich hacken? Optik, Gedöns. Da ist die Sample Company. Jetzt haben wir es aber bestimmt mitbekommen, oder? Da. Ja. Wunderbar. 34.000 haben wir, Leute. Nicht mehr viel, wir können uns ein neues Gateway leisten. So, nur den Auftrag können wir annehmen. Den können wir annehmen. Oh, was denn? Ich bin nicht gut genug. Proxy oder Firewall. Ja, ja, mache ich mal. Ich will eigentlich nicht help to stop a hacker from ever working again. Weil das ist ja irgendwie so Verrat an die Gemeinschaft, das ist nicht doof. Mache ich nicht. Ach ja, was haben wir denn noch? Das können wir machen mal. Einen akademischen. Für 4000? Na, Leute, wie sicher ist denn das Ding? Das wird also ein bisschen okay, toll. Aber ich will mal mehr Cash haben, ja? 1400, ich will mehr haben, ne. Nö. Also hätten wir jetzt einfach mal den
akademischen, ach wie heißt es, den akademischen Rang geändert. Dann hätte der Typ, dann wäre der voll cool gewesen. Also hätten wir wahrscheinlich gesagt, dann hat er einen Doktortitel oder so den Typen geschenkt, aber für so wenig Geld mache ich das nicht. So, das war der 4400er Job. 2800er, ja ne, ist klar. Ach ja. Naja Leute, die Dinger machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss.